Moin, moin, liebe Angelfreunde, der Juni ist da und ihr wisst, was das heißt. Es gibt wieder eine neue Magic Baits Monatsbox. Wer davon noch nie was gehört hat, kommt jeden Monat neu raus. Der Name sagt es schon. Link ist hier eingeblendet, kurzelinks.de/Monatsbox. Kostet knapp 30 Euro und ist vollgepackt mit Karpfentackle. Und damit die Überraschung für euch nicht allzu groß ist, wenn ihr euch das Ding bestellt, oder vielleicht auch nicht bestellt, weil es euch nicht gefällt, was drin ist, unboxe ich das Teil für euch und zwar jetzt in dieser Minute. Kurze Sache nur vorweg, es gibt natürlich wieder ein Gewinnspiel, das heißt, unter allen Kommentaren unter diesem YouTube-Film verlosen wir eine Box. Okay, nicht lang schnacken, auspacken. So, dann wollen wir mal. Bevor mich jemand fragt, warum mein Finger kaputt ist, ja, mich hat ein Fisch gebissen. Okay. Was ist da drin? Ich weiß es selber noch nicht. Ganz Ehrenwort versprochen. Okay. Wie immer oder wie bisher immer einmal Textiles gestalten sozusagen. Eine schöne Magic Baits Mütze. Die habe ich natürlich schon, aber wer sie noch nicht hat, in klassischem Camo, die kann man immer brauchen. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Boxen sind relativ gleich, aber es kann immer mal irgendwie von was eine andere Farbe oder eine andere Geschmacksrichtung oder sowas sein. Haarboje ist mit drinnen, kann man als Bootskarpfenangler natürlich jederzeit einsetzen. Und nur mal kleiner Reminder, das ganze Ding hier kostet knapp 30 Euro. Wenn ich jetzt hier so eine Mütze, so eine Haarboje im Angelladen mitnehme, dann bin ich da ja schon fast. Und wie könnte es anders sein? Kilo Boilies ist das ja auch immer drin gewesen. Ich habe jetzt hier Premium Range Natural Squid und Liver. Also ein schönes Kilo Magic Baits Boilies ist drin. Und oh, eine LED-Kopflampe. Ich mache die mal einmal kurz auf hier. Das ist natürlich auch das, was jeder Karpfenangler brauchen kann. Das ist jetzt hier noch, wenn ich richtig sehe, eine Oldschool mit Batterien. Genau. 3x AAA passen da, glaube ich, rein. Wasserdichte Kopflampe. Wer braucht sie nicht beim Nachtangeln? Vor allem auch beim Karpfenangeln. Was haben wir denn noch? Ganze Dreierpackung Absenkbleie. Leute, ihr wisst, wie teuer die Dinger sind. Und auch wieder passt genau in dieses Boxkonzept. Das ist was, was jeder Karpfenangler brauchen kann. Ich habe hier 20, 30, 40 Gramm. Schöner Drilling Absenkbleie. Und oha, guck mal. Das zum Beispiel habe ich als alter Karpfenangler-Recke nämlich noch nicht. Das ist nämlich ein Boilie-Crusher, glaube ich, oder? Oder nicht? Jetzt mal aufmachen. So, das stimmt. Sieht. In meiner Welt ist das ein Boilie-Crusher. Jupp. Nee, das ist kein Boilie-Crusher. Das ist ein Rigboard von wegen. Habe ich trotzdem noch nicht in der Form. Hier sind die Pins drin. Ich dachte eben von draußen, das wären kleine Boilies. Natürlich kein Crusher, sondern das ist ein Rigboard. Für Shot Rigs und ähnliches auch gar nicht übel. Habe ich auch in dieser Form hier noch nicht in der Tasche. Was haben wir noch? Apropos, kann jeder brauchen. Diese schönen Gripperblei hier sind wirklich für jeden Karpfenangler was. Hier so die leichteren Varianten. Das Ding hat 56 Gramm und dann habe ich noch ein etwas schwereres. Eine Dose Pop-Ups, nee, zwei Dosen Pop-Ups. Zwei verschiedene Farben, hier einmal in Himmelblau-Weiß und ich habe sie in Grün-Braun. Wie gesagt, bei euch könnten auch andere Farben drin sein, aber das sind auf jeden Fall sehr gute Pop-Ups und für die Beginnerbande noch ein schönes, fertiges Boilie-Rig. Können natürlich nicht nur Anfänger mit fischen, aber gerade wenn ihr mit dem Karpfenangeln anfangt, ist das nicht schlecht, wenn man mal was fertig gebundenes drin hat. Und Safety Clips, dann haben wir fast die ganze Montage, Safety Clip, Blei und ein fertiges Rig. Boilies dazu, Pop-Ups, wir können quasi so losangeln. Gutes Konzept, eignet sich sowohl für Anfänger als Starter-Kit, als auch für Pros, um die Boxen wieder aufzufüllen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, ob ihr sagt, lohnt sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis oder ist zu wenig oder zu viel oder brauche ich gar nicht. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da, denkt ans Gewinnspiel und dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing. Denn ich habe in der Kiste noch die Wild Devil Baits Box mit Raubfischmaterial. Die werde ich natürlich auch noch auspacken und in einem der nächsten Videos vorstellen. Ich wünsche euch Petri Heil beim Karpfenangeln, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und dann sehen wir uns wieder hier bei Angelberger TV.